Das Jahr 2019, das ist passé. Bevor uns steht ein neues Jahrzehnt. Und das gibt uns Zeit, um ein bisschen zu sinnieren. Sinnieren über das Dasein und Wirken von Stadt und Region Wiel, über die Altstadt, wo wir hier drinstehen. Wiel steht auf einer soliden Basis. Mit einem Steuerfuss von 118% steht man für eine Stadt gut da. Hankerum hat man eine hohe Sozialhilfequote. Wiel ist, fast wie das Wetter heute an Silvester, so ein bisschen grau wie Maus. Mal drückt die Sonne durch, mal kommt aber wieder der Nebel. Man weiss nicht recht, wie es weitergeht. Und genau das wollen wir jetzt mal noch ein bisschen genauer anschauen. Wiel ist Bundesrat seit einem Jahr, Karin Keller-Sutter. Allzu viel hat man allerdings von dem nicht gemerkt. Ist aber auch verständlich. Natürlich macht Karin Keller-Sutter nationale Politik. Dann ist Wiel aber auch die Stadt, die als erste in der Ostschweiz den Klimanotstand ausgerufen hat. Etwas, das zum Beispiel St. Gallen nicht geschafft hat im Stadtparlament. Wiel hat aber auch seine Problemzone. Angefangen beim Bahnhofplatz, wo halt trotz Bemühungen immer noch zu viel passiert, vor allem in den Sommermonaten. Da muss also weiterhin nach Lösungen gesucht werden, und zwar möglichst schnell. Die Oberbahnhofstrasse, sie hat zu hohe Mietpreise und die Arbeit vor sich hin. Wir haben die Thematiken mit den Schulen, vor allem das Kati. Seit 40 Jahren etwa ist man dort daran, eine Lösung zu finden. Aber wenn man ehrlich ist, ist man weniger weit als je zuvor und seit dem Gerichtsentscheid von Weihnachten wieder zurück auf Feld 1. Wir haben den Weiher. Da ist es scheinbar nicht möglich, eine kleine Beiz zu errichten. Und das auch nach mehreren Jahren nicht. Ein Stadtpark hinter dem Weiherdamm zu machen, dafür mangelt es schon an den Ressourcen in der Planung. Kein gutes Zeichen für die Stadt Wiel. Und dann haben wir die Thematik mit dem Spital. In Wattwil und in Flawil, da wehren sie sich gegen die Redimensionierung, die ja an der Schliessung fast gleich kommt. Aber genau da zeigt sich eben, was Thema ist bei uns in der Region Wiel. Man müsste mehr miteinander für etwas Grosses zusammenstehen. Lieber ein grosses Spital, das dann funktioniert, statt mehrere kleine. Und darum wünsche ich der Stadt und der Region Wiel für das 2020 viel Kreativität, viel Offenheit, ein Miteinander, dass man zusammen die grossen Schlagziele kann schreiben. Im Namen von hallowiel.ch danke ich, dass Sie im letzten Jahr bei uns dabei waren. Und hoffe, dass man sich bald wieder liest auf hallowiel.ch.